Okay, ich könnte. Warte mal, könnte ich. Gibt es so Strohdreiecke oder so? Nee, doch. Aber die würden so nicht passen. Oder wir machen es. Nein, nein. Oh, ich hasse es. Ich wollte gerade E halten. Ja, dann komm runter. Wir schauen ihn unter das Rückschild. So. Ich kann mir Folgendes vorstellen. Ich würde es nämlich gerne so platzieren. Hallo? Kannst du dich mal drehen? Du willst dich nicht drehen. So. So könnte ich es mir vorstellen. Also haben wir doch nicht zu wenige gebaut. So. Und dann hier wieder. Ne. So. Müsste eigentlich danach zu sein, ne? Okay. Nee, ich glaube, es fehlt dann noch eine Sache. Ja. Ist aber nicht schlimm, das kriegen wir auch zu. So. Und dann können wir von hier unten schöne Säulen bauen. Ich springe jetzt absichtlich runter. Zip. So. So. Damit wäre unser Pavinglong. Unser Ding hier fertig. Jetzt müssen wir nur noch einen Zaun craften, ha? Huh? Was ist denn? Zaun. Oh, es gibt schöne Zäune. Ich weiß noch nicht welchen. Ziegelstein. Fundament. Zaun. Und so. Das ist natürlich schon Grenzlandzaun. Oh, das sieht natürlich hübsch aus. Also wir könnten tatsächlich gerade lediglich einen Treibgutzaun machen. Yamatai könnten wir später machen. Aquilonischer Zaun. Oh, diese Zäune sind so hübsch. Die passen aber alle farblich nicht. Holzzaunfundament. Weil der sieht nicht hübsch aus. Aber der könnte passen. Isoliertes Holz und Eisenverstärkungen. Wir rennen mal runter. Bis gleich. Ui. Viel Leben verloren wieder. Und dann bauen wir auch gleich noch einen Aufzug hoch. Wenn das alles passt. Oh, Moment. Eisenverstärkung. Und isoliertes Holz, ne? Oder war es geformtes Holz? Ich weiß es nicht mehr. Isoliertes. Machen wir doch mal. Ich will da wieder hoch. 3 Jahre später. Darf nicht mit einem anderen Ort überlappen. Ich krieg die Kretze. Es geht nicht. Warum geht denn? Geht das nur auf eine Mauer oder was? Oh, das wäre ja mega, mega madig. Ich guck mal einen Sandsteinzaun. Och nö, das sind solche Dinger. Ich will einen Zaun, wenn ihr versteht, so für Vieh oder so. Von mir aus. Ach, Zaunfundament. Warte mal, habe ich Zaunfundamente gemacht?
baut? Ich weiß es nicht. Okay. Warte mal. Ich hab das Falsche gebaut, gell? Was ist das Fundament? Ich baue erstmal eins, um zu schauen, wie es aussieht. Boah. Das wird passen. Ja, das ist okay. Ist okay. Können wir machen. Komm. Den Zaun auf Holz. Sag doch mal, das sieht doch schon mal besser aus. Hat halt zwar so eine Blockade dran, aber ey. Was fehlt uns denn? Eisenverstärkung oder? Ah, isoliertes Holz. Habe ich bestimmt irgendwo unten. Hab ich bestimmt unten. Zack, 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 zack. Wir legen erstmal alles ab. So, weil. Wir gucken mal, was wir für isoliertes Holz brauchen. Dip, 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 dip. Isoliertes Holz. Trockenes Holz und Harz. Okay. Wie ging das nochmal mit dem trockenen Holz? Ich bin ein bisschen doof. Ah, ja, ich weiß wie. Muss man ja rüber gehen. Trockenes Holz und Harz. Da muss man ja rübergehen zum Trockner. Also zu dem Ledergerber-Ding da. Und dann geht das. Machen wir mal ein paar Stück. Währenddessen kann ich ja mal schauen, wie das mit dem Schmelzen aussieht. Hier haben wir einen Gerber, hier haben wir einen Schmelzer. Ich nehme mal kurz die Hälfte mit und mache ein paar Eisenverstärkungen. Lass das gerade mal hier sein. Mach die mal. Die brauchen wir eher. Aufzug. Aufzug, Mann. Nein. Wie heißt das Ding? Ah, das mache ich, glaube ich, gar nicht mal hier. Mache ich das nicht in der Zimmermannswerkbank? Das hier. Wir brauchen nur noch Zwirn? Himmel, Asch und Zwirn, sag ich da nur. Zwirn. Zerwirren. Apropos, was ich zerlegen lassen kann, sind diese Holzdinger da. Da. Dann gibt's auch nochmal ein bisschen Ressource back. Abfahrt. Viel Spaß. Ich hoffe, der, ja, Vertikale. Was ist denn? Zugbrücke. Cool. Wir stellen mal einen kurz her. Und danach machen wir das weiter mit dem isolierten Holz. Nochmal 70. Ich hoffe, es klappt alles. Super. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir den Weg nach oben gestalten? Weil wir machen mal Folgendes. Ich lauf mal hoch. Ey, wenn das klappt, das wäre ja mega geil.
Warte mal. Dann würde ich das hier... Und das hier wegnehmen. Bis wohin geht denn der? Geht er bis ganz... Wenn er ganz nach unten geht, dann ist er perfekt. Ja, Mann. Perfekt. Guckt euch das mal an. Nicht mehr laufen, nicht mehr sprinten, nichts. Hier passt er sogar auch gut. Ich liebe es gerade. So. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ach so, ja. Das isolierte Holz. Und Eisenverstärkungen, die müssten ja hier drüben jetzt sein. Ne, einfach aufmachen. Und jetzt gibt's die Holzzaun. Hallo? Bleiben Sie im Inventar. Hallo? Bleiben Sie im Inventar. Isolierter Holzzaun. Sechzehn Stück. Ah, Moment. Da baue ich mir das dumme Ding dahin und das erste, was ich mache, ist wieder hochlatschen. Gleich, sind wir oben. Ah, ist schon geil, das muss man halt einfach sagen. Also so eine Mechanik. Muah. Bitte nur ein bisschen schneller sein. Was meckern auf hohem Niveau, Alter. Wir haben Aufzug. Ich meine, wir spielen hier in einer Welt, wo wir uns noch Sachen schmieden müssen. Und whatever. Und ja, und wir beschweren uns, dass wir einen Aufzug haben. Heutzutage haben einige Wohnungen nicht mal Aufzüge. Also, ich bitte euch. Ich würde Feuerschalen gerne aufstellen. Aber so richtig, nicht sowas hier. Ein bisschen hübscher. So richtig schöne Feuerstellen, ja, nee. So, nee. Sprengsätze, ja klar. Teppiche. Gibt Sachen, glaubst du gar nicht, dass die hier gibt. Akolyt von Mythra. Seht's, Kohlenpfanne. Schön. Haben wir, warte mal, hat eigentlich unser Jock, nee, der Keto zart. Spinnen. Also seht, wer der mit den Feuerschalen, ne? Boah, das wäre auch natürlich nice. Naja. Wir wollen ja nichts überstrapazieren. Fackeln. Fackeln brauchen wir aber. So Standfackeln oder Wandfackeln oder so. Äste. Wir können das auch schön ausleuchten und so. Hat da irgendwas geschrien? Wisst ihr, vor ein paar Folgen wollten wir hier noch wegziehen. Jetzt irgendwie fühle ich mich noch wohler. Das ist irgendwie ganz schlimm. Aber das Spiel lädt halt wirklich dazu ein, auch hübsch zu bauen und sowas. Okay, hi. Das hier und Bus Stroh. So, jetzt müssen wir ein paar Fackeln. Haben wir Fackeln vielleicht? Nee.
Fackeln haben wir nicht. Also machen wir unser gewohntes Ding Fackel. Ah, da brauchen wir Holz zu. Okay, okay. Ne, wobei wollen wir Stock? Ast heißen die hier nicht Stücke. Und Holz. Fackel. Oh, man kann auch so windgeschützte Fackeln machen und so, aber. Genau. Hier brauchen wir normale Fackeln. Dann machen wir es so. Dann lassen wir den gerade mal rödeln. So. Da. Boah, das dauert. Aber wir bekommen ein bisschen XP. XP. So, dann leuchten wir gleich das ganze Ding hier aus. So. Hier noch einer. Hier noch einer. Hier noch einer. Der Weg ist erleuchtet. Dann machen wir erstmal hier ein paar hin. Wo ist denn das? So. Dann haben wir exakt vier hin. Geht nicht. Geht's auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite wird's gehen. An der Ecke wird's gehen. Oh, wie geil. Okay, das ist besser. Wird zwar wahrscheinlich nicht perfekt gerade sein, aber... Oh ja. So. So. Wahrscheinlich der hellste Raum im ganzen Spiel. Und ich würde gerne noch so Standfackeln machen oder sowas. Sowas hier. Oh, dafür. Ah, ne. Machen wir doch mal ein paar. Oh. Das wird ein Ding. Zwei. Erstmal hier, jeweils. Drei. Ja. Wenn irgendwas passiert, können wir uns immer hier oben hinstellen. Dann machen wir an den zweiten jeweils noch eine hin. So. 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 Hat fast perfekt gepasst. Hier kommt keiner hin, aber hier würde ich noch eine hin machen wollen. Eine noch. Grundsätzlich muss ich eh noch gucken, dass ich diese Räume hier ausleuchte. Boah, das sieht doch wunderhübsch aus. Komm. Der Weg hier runter ist beleuchtet. Der Weg hier runter ist beleuchtet. Hier ist nicht beleuchtet. Oh, hab mich gerade erschrocken. Ich dachte, irgendwas wäre draußen los. Fackel.
Aber noch ein paar. Okay, wir warten.